Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.4 noch. Ja. Was mache ich jetzt hier? Ich sammle jetzt mal ein paar Goldklumpen. Ja, Nummer 22 von 100 habe ich jetzt hier. Hier am Stadion sind wohl recht viele versteckt. Ja, ich suche die noch. Was weiß ich, wo die sind. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo auf irgendwelche Dächer rauf muss. Mir geht es eigentlich mehr, also mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt unbedingt alles finden will hier. Mir geht es eher darum, dass ich keinen Bock habe, dass mir die Karte immer so zugemüllt ist mit der Anzeige von diesen... mit diesen ganzen Kreisen. Nächste liegt da auch bestimmt wieder hier oben auf der Tribüne oder so. Da oben liegt einer. Zack. Und da auf dem Dach welche. Nee, kann ich nicht sehen. Hier irgendwo soll ein Stein sein. Ja, mal Licht anmachen. Ein Goldklumpen, Goldnugget. Da liegt einer. Ja, machen wir jetzt hier tatsächlich ein Special, oder wie? Liegen hier auch noch welche? Hier muss irgendwo einer liegen. Werde ich ja auf keinen Fall alle sammeln, aber jetzt gehen wir mal darüber. Wir machen heute mal einen Ball, ach, ein Goldsammel-Special. Da liegt einer. Den müssen wir da auch nehmen. Danke. Einer mal zu finden. Hinter wahrscheinlich. Da liegt einer. Ja, das ist doch schon
Schade. Und hier außen rum. Ja, komm. Wir suchen. Macht das auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher hier. Okay. Ist der auf dem Dach oder was? Nö, nicht dahinter. So, das ist immer darüber. Uah, kalt. Kalt ist es. Und wir suchen den nächsten. Von 100. Da liegt er. Da kommt den nächsten weg. In der Halle. Wahrscheinlich dahinter. Ja, mal gucken. Vielleicht liegt ja auch einer auf der Halle. Ah, guck mal, da sieht man schon den nächsten. Wir schwimmen mal eben hier durch. Zack. Einmal. Ball sammeln. Schön versteckt. Latschen wir da jetzt ganz hin? Nee, ne? Da beamen wir uns hin, oder? Zu farmen. So. Und hier haben wir den nächsten. Hier irgendwo kann auch einer sein. Oder ist der dann oben auf dem Dach? Ne, da liegt er. Hinter der Baracke hier muss auch noch einer sein. So. 37 haben wir jetzt so. Wo sind die nächsten? So.
beim Verletzen. So, hier müssen jede Menge liegen. Da haben wir einen. Jetzt vielleicht nicht so mega spannend für euch, oder? Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die mich danach gefragt haben, ob ich denn nicht mal die ganzen Goldklumpen sammeln könnte. Da bin ich jetzt bei. Guck mal, da liegt schon wieder einer. Wahnsinn. Hier so viel Gold in der Gegend rumliegt und das in Nordfriesland. Hat ja auch kein Mensch für möglich gehalten. Da war schon wieder einer. Schön. Muss ja nicht immer hier durchs Wasser latschen, oder? Man friert ja auch. Doch, ich muss durchs Wasser latschen, aber ich muss da drüben hin. Aber es werden schon deutlich weniger. Ein Stück sind hier verbaut. Guckt. Und wieder einer. Da liegt er. Neben dem Müll. Da liegt der nächste. Hier müssen auch noch irgendwo welche liegen. Hier in meinem abgeholzten Wald. Hier ist auch keiner drin. Da liegt einer tausendmal dran vorbeigefahren. Nicht da oben einer drauf, voll hat. Ja, fast so aus, ne? Da oben auf dem Dach ist keiner. Da auf dem Dach ist auch keiner. Wo soll hier denn noch einer sein? Egal. Können wir uns nicht mit aufhalten. Müssen ja auch nicht alle haben. Aber schon mal irgendwie da, wo viele sind. Gehen wir mal hier in die Stadt.
Oder wie habe ich das zu verstehen hier? Allgemein hier in der Stadt. Ich würde mir Gedanken machen, ne, wenn hier so viele Leute rumlaufen mit Taschenlampe oder wenn hier überhaupt jemand mit Taschenlampe rumläuft, aber scheint man hier nicht so eng zu sehen. Hier schön auf dem alten, siffigen Sofa. Wunderbar. Ein Trampolin, hepp. Alles für Details entdeckt. Schon cool, was der liebe Fed Action hier so macht. So, hier müsste irgendwo. Goldbarren liegen. Ja. Ein Mülleimer. Kollision, die Wäscheleinen? Ich glaube das ja nicht. War ich hier nicht schon? Naja, vielleicht wird es auch welche geben, die ich nicht finde. So, 52 von 100. Die Karte ist noch nicht wirklich sauber. Aber auf jeden Fall sauberer. Und da habe ich jetzt aber auch keine Lust, da weiterzumachen. Wenn es euch irgendwie gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Abo freut mich natürlich auch extrem und noch viel mehr freut mich das natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Guck mal, da liegt es, habe ich vorhin nicht gesehen. Und ja, folgt mir bei Facebook und schaltet auch heute Nachmittag wieder ein zur nächsten Folge Let's Play LS17. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich bei euch und sage ciao.